ich traue ich, lass mich nimmer mehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich um ihn fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. An dem ganz besonderen Sonntag begrüße ich euch alle ganz herzlich hier in unserer Christuskirche. Ich grüße alle Verliebten heute am Valentinstag. Ja, und grüße alle, die eine große Sehnsucht nach gelaufener Love haben. Wird wohl in diesem Jahr nichts. Okay. Aber es ist Sonntag. Sonntag geworden in dieser Zeit, die eine besondere Zeit ist. Und ich habe nochmal die Frage, was bleibt denn, auf was kann ich mich denn eigentlich noch verlassen? Was zählt in meinem Leben? Was ist das, was mich trägt und hält, gerade auch an diesem Sonntag? Vielleicht haben Sie ein bisschen hingehört, ganz genau. Dem schönen Psalm, der singt, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Und darum sind wir hier, feiern Gottesdienst. Vielleicht einfach auch heute noch im Bett. Ist so eigentlich auch nicht die Möglichkeit, Gottesdienst einfach mitzubekommen. Schön, dass Sie einfach da sind, sich die Zeit nehmen und sich darauf einlassen, dass in dieser Zeit Gott mitten unter uns wirklich ist. Herr Gott, himmlischer Vater, weißt du, manchmal ist die Sehnsucht groß danach, dass wir endlich wieder wissen, was Sache ist. Aber wir vertrauen darauf, dass du da bist und darum bitten wir dich ganz inständig. Sei du jetzt einfach da, sei du, der uns anspricht, sei du der Gott, der uns Mut macht, der uns Hoffnung macht, der uns wieder lachen lässt und der uns Zuversicht finden lässt. Amen. Die heutige Lesung steht bei Jesaja im 58. Kapitel. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib? Und du willst es nicht wissen. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein
Ein Tag, an dem man sich kasteilt oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Sucht nicht das Licht am Ende des Tunnels.
Denn so schön es ist, Ausschau zu halten nach dem Licht am Ende des Tunnels, damit versäumen wir das Leben. Nämlich, das Leben ist nicht da hinten am Ende, sondern das Leben liegt vor deinen Füßen. Und da heißt es dann schon leben. Lebe mit offenen Augen, lebe manchmal auch mit offenen Händen und nimm einfach wahr, was in dieser Welt momentan dran ist. In dieser Welt ist nicht dran, was einmal in Zukunft sein wird, sondern in dieser Welt ist tatsächlich dran, was uns vielleicht der Valentinstag heute wieder in Erinnerung bringt. Brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend sind, lass in dein Haus. Ja, die Obdachlosen, Menschen, die im Moment unterwegs sind, die vergessen werden, Menschen, die auf der Flucht sind, ja, die Menschen, die uns daran erinnern, dass das Klima kippt und wir uns endlich vielleicht in ähnlicher Weise wie für die Pandemie einsetzen dürfen und müssen, dass wirklich sich etwas ändert. Aber jetzt wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag, alle, die verliebt sind, dass sie weiterhin verliebt sind. Und alle, die es vielleicht ein bisschen im Moment das Lachen verlernt haben, dass sie vielleicht doch wieder neu lachen können. Weil in dieser Geschichte am Ende, die ein wenig so den Finger in den wunden Punkt legt, in dieser Geschichte heißt es am Ende, wenn du Gott rufst, ja, wenn du nach ihm rufst und eine große Sehnsucht nach Gott hast, und wenn du das von Herzen willst, und wenn du das Leben, das vor dir liegt, wirklich ernst nimmst, den Blick zum Himmel dabei auch nicht vergisst, dann sagt Gott, siehe, hier bin ich. Und wo Gott sagt, hier bin ich, da hat die Liebe wieder eine Chance. Da hat das Leben eine Chance. Da hat die Gegenwart wieder eine Chance. Und das ist nicht wichtig, was am Ende des Tunnels ist, wie viel Licht wichtig ist, dass dieses Licht jetzt scheint. Und das wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag, Esumichi, dass Sie wieder von den Grund haben, ein Fundament haben, einen Fels, auf den Sie sicher und fest stehen. Und nicht nur an diesem Sonntag, sondern an jedem Tag Ihres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als an unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Herr Gott, himmlischer Vater, weißt du, es ist schon verrückt. Du möchtest wissen, was kommt. Das wäre auch gut. Aber im Moment ist es wichtig, dass wir leben neu, dass wir dem Leben eine Chance geben. Und darum, Gott, gib mir Augen, die sehen, wo ich gebraucht wäre. Gib mir Ohren, dass ich hinhöre, auch auf dein Wort in dieser Zeit. Und Gott, gib mir Hände, die helfen, Füße, die sich auf den Weg machen. Und schenke mir immer wieder neue Zuversicht. Du weißt, Gott, es gäbe dir jetzt vieles zu sagen über die Politik, über das, was im Moment nicht geht, über die Sorgen und Ängste, ja, die vielen Menschen, die wir dir jetzt anvertrauen, die krank sind, vielleicht auch im Sterben liegen. Sei du bei ihnen und sei bei den Menschen, die sich jetzt auf den Weg machen. Aber auch bei all den Menschen, die jetzt beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, das wünsche ich Ihnen an diesem Sonntag in der Vorfastenzeit. In dieser Zeit, die uns erinnert an diesen Gott, der die Liebe ist. Der mit seiner Liebe jetzt hinauf nach Jerusalem geht, um wahrzumachen, dass Gottes Liebe kein Ende findet. Und mit dieser Liebe wünsche ich, dass Sie in diesen Sonntag gehen. In diese Zeit, die in diesem Jahr ganz anders ist, ohne Festung zu, ein wenig stiller, aber hoffentlich mit ganz viel Zuversicht, dass dieser Gott einfach auf unserer Seite ist, dass er uns segnet. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.